Ja, und damit herzlich willkommen zur next episode from Starfield hier bei my channel. Yes, my English is very well. Da brauchst du gar nicht da hinten zu gucken, du Kunde, geh weiter. Alles klar. So, wir in der letzten Folge haben wir hier Terrormorphs besiegt. Wir sind da geehrt worden und so weiter und so fort und so weiter und so weiter und so fort. Heute steht an, natürlich unsere Anliegen ist natürlich Sarah und... Sorry, nur der Terrormorph-Angriff. Ich hatte einfach Glück. Wieso, warst du gerade, hast du gerade Urlaub gehabt oder ich weiß nicht? Kann ich mit dir reden? Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Genau, unser Hauptanliegen ist natürlich Sarah. Ja, in Memorion begibt dich nach Cassiopeia. Aber ich habe gerade erfahren, dass Sergeant Doomy einen kleinen Fall für uns hat. Und Sherlock Dave und seine Begleitung, Sarah Watson. Wir müssen dann natürlich gucken, dass wir das auch einhalten. Und deswegen werden wir ganz kurz schnell mal diese Quest machen am Raumhafen. Weil eher immer noch in New Atlantis sind. Und ja, ich denke mal, das lohnt sich. Ein bisschen Arsch mitnehmen, ich habe keine Zeit. Ich habe nur gerade nur Zeit, eine Folge aufzunehmen, aber das Spiel ist echt eine Sucht, die Seuche. Macht echt Spaß. You see. Hallo, Sergeant. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Gibt es Nachwirkungen vom Terrormorph-Angriff? Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge, ja, das war scheiße. Man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Das stimmt, das ist schwierig, ne? Haben wir eine gute Arbeitskultur. Und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Ja. Wir werden es schon überstehen. Das ist gut. Cool, dass man aber sich über seine Taten unterhalten kann. Ey, das ist so, als ein MSD macht das Spiel. Wie gesagt, nicht nur das Klopapier ist gut, aber hier ist alles gut bei dem Spiel. Hast du Arbeit für mich? Ich könnte dir helfen. Dank dir ist der Weltraumhafen wieder in Betrieb. Nice. Das ist gut für den Handel, aber auch für Schmuggler. Angeblich schleust jemand über den Weltraumhafen Schmuggelware nach New Atlantis. Dem müssen wir nachgehen. Na klar. Ja, ich kann mich auf die Suche machen nach einem Schmuggler. Wie schaffen es Schmuggler, den Scan zu entgehen? Von der Technik her sind die Schmuggler uns einen Schritt voraus. Das ist schon seit Hunderten von Jahren so. Sie benutzen moderne Abschirmungen oder Störsender, um den Check zu umgehen. Aber zum Glück ist gegen gute alte Detektivarbeit nach wie vor kein Kraut gewachsen. So ist es. Und die werden wir jetzt bieten. Ich kann mich auf die Suche machen. Prima. Dann geht's zu einem der Techniker bei Landeplatz B. Okay. Vielleicht ist denen was Verdächtiges aufgefallen. Hast du eine Spur, solltest du sie mit den Schiffsdaten bei Aegis abgleichen. Danach kannst du mir Bericht erstatten. Jetzt mache ich. Was weißt du noch über die Schiffsaufzeichnung? Erinnerst du dich an den Job für Agent Platon? Er hat uns ja noch einen Gefallen geschuldet. Ich habe ihn um die Namen aller Schiffe gebeten, die im letzten Monat etwas hätten schmuggeln können. Er meinte, er stellt dir ein Slate zur Verfügung. Wow. Okay, wo finde ich... Sie sollten beim Landeplatz sein. Falls Sie nichts wissen, hör dich bei einem anderen Landeplatz um. Ja, das ist... Momentan haben wir keine brauchbare Spur. Aber falls jemand etwas sieht, hilft uns das weiter. Okay. Cool. Dann... Bis später. Bye-bye, Sergeant Yumi. Yumi. Habe ich die Quest aktiv jetzt? Im Memorium ist noch aktiv. Fraktionsquest. Das war Aktivitäten, ne, Missionen. Freunde wie diese. Beweislast, Missionen, Augenzeuge, Haupt. Alles. Durchsuchung, Beschlagnahmen. Checken wir mal. So, wir müssen zu einem Händler. Wir haben nichts mehr Munition. Zu einem Waffenhändler müssen wir. Ich weiß nur nicht, wo der jetzt hier ist, genau. Das ist zu viel jetzt alles hier. Man kann sich das nicht merken. Ach, jetzt laufen die Roboter rum, wo wir sie gebraucht hätten, gell? Aber nicht eine Sauberer da. Ist das dein Schiff, das da gelandet ist? Ziemlich schickes Teil.
Ja, Mann, das höre ich öfters. Danke. So, da sind mehrere Punkte jetzt da. Die müssen wir besuchen gehen. Vielleicht können wir. Capital, vielleicht können wir Munition irgendwo kaufen. Aber kann ich hier Munition irgendwo kaufen? Eher nicht, aber da ist erstmal der Techniker und den dreht mal kurz. Hey, yo, Bitch. Kann ich helfen? Mal der Helm auf. Ich bin ein Schmuggler auf der Spur und würde gern wissen, ob du etwas Verdächtiges gesehen hast. Wird auch Zeit. Ich erzähle meinem Vorgesetzten ständig von diesem Frachtschiff. Ich dachte schon, der ignoriert mich einfach. Nee. Wie heißt das Schiff? Was ist denn an dem Schiff verdächtig? Die Crew ging viel zu vorsichtig mit der Fracht um. Laut Ladeliste transportieren die bloß Kartoffeln. Keine Ahnung, was in diesen Kisten steckt, aber das bestimmt nicht. Alles klar. Wie heißt das Schiff? Da liegt das Problem. Bei der Arbeit spielt für mich bloß die Freigabenummer eine Rolle, nicht der Name. War es UC 57, 6B? Jedenfalls war es ein Frachtschiff, falls das hilft. Oh wow, danke. Bis dann. Das hilft ungemein. Frachtschiff war's. Blöd, Mann. Tja. Wir müssen in die Liste gucken wahrscheinlich, ne? Beschaffe die Schiffsaufzeichnung von der Aegis. Von Aegis. Aegis. Komm, meine gute Sarah. Wir werden natürlich gleich sofort deinen Seelenheil, um deinen Seelenheil kämpfen. Das ist natürlich auch keine Frage. Aber wir müssen natürlich auch an die Leute denken hier. Und wir gehören nochmal zur UC. Ja, ja, ich werde gesehen. Du wirst auch gesehen. Vielleicht treffen wir auch unsere Donner wieder. Und Lorna. So. Mass District. Ach, wieder von Pontius zu Pilatus, aber es nützt ja nichts. Das ist das Spiel, letzte Game. Gehen wir da hin und holen wir das. Gehen wir da hin und holen wir das. RPG-Style. Aber es ist sehr gut gemacht, finde ich hier bei dem Spiel. Das Quest-Design ist erste Sahne. Kann man. Vorräte für die Reise nach Cassiopeia mitnehmen. Jo, das sehe ich auch so. Warum? Wie lange will die dort bleiben? So, da müssen wir hin, ins Mast. Hauptquartier. Dann müssen wir uns unbedingt noch einen Händler suchen. Ich brauche noch Munition. Ne? Ich brauche die 11mm, brauche ich. Die 777 brauche ich. Wir müssten mehr looten, das ist halt das Problem, weil wir nicht looten. Also wir looten nur sequenziell und ein bisschen partiell. Aber wir looten nicht richtig. Von daher. Hallo? Captain, kann ich dir helfen? Nee. Ebene wählen. Verteidigung, Forschung, medizinischen Dienst. So. Ey, du. Über weitere Einzelheiten unserer Arbeit darf ich leider nicht sprechen. Agent Platon. Jeder Bürger angeblich. Der Kolonie ist für ihre Sicherheit verantwortlich. Yes. Aber wir erledigen einen Großteil davon. Sehe ich auch so. Okay, du hast eine Slate für mich. Ja, Captain. Sergeant Yumi meinte, du holst es ab. Das yes, ist gutes bin ich Timing. Erst neulich hat mir ein Freund auf einer geheimen Sternenstation diese Liste mit potenziellen Schmugglern nice. Geschickt. Bitte sehr. Hoffentlich hilft sie dir, schließlich bin ich dir noch was schuldig. Ja, nicht nur das. Geheime Sternstation? Fragezeichen. Ganz recht. Eine geheime Station mit streng geheimen Projekten, bla bla bla. Nichts, was dich momentan kümmern müsste, Captain. Okay. Wenn die Infos für die Sternstation gedacht ist, helfen die Aufzeichnungen hier auch? Ja, denn jedes Schiff auf dieser Liste fliegt über New Atlantis. Schließlich sind wir der größte Hafen hier in der Gegend. Wenn sie dort etwas geschmuggelt haben, dann tun sie das garantiert auch hier. Okay, cool, danke. Wir sehen uns. Das ist doch nur, ey, das ist doch nur ein Deckname, Platon, oder? Herr Mensch, das ist Platon. So, wir müssen die Quests lesen, die Slate lesen. Das geht natürlich im Inventar. War das in Notizen? Wahrscheinlich, ne? Achtung, First. Es ist an der Zeit. Heiliger Boden.
Barrett persönlich ist late. Details. Handbuch. Jacob. Mein Leben. Chunk um Chunk. Nachricht an Sam. Notübertragung. Ach, warte mal, hier können wir neue gucken, ne? Wahrscheinlich, oder? Inventar. Gab's da nicht immer so einen Punkt? Neue Items? Ne, scheinbar nicht. Alles? Ne. Notizen. Achtung, First, das ist doch scheiße. Sortiert nach Namen. Wert. Hier sind die Analysedaten. Ich frage mich, wo wir die abgeben können. Geschichte der Xenobiologie. Große Erwartungen. Haben Bücher, ne? Aber es hat ja nicht viel Platz, aber es sammelt sich auch an, der Dreck. So, ich muss hier mal ganz kurz Missionen. Lies die Slate, empfinde des Schmuggler-Dings. Tatsunumi vermutet die Schmuggler, Raumhafen, bla, lies die Slate. Scheiße. Ist natürlich in unserem Schrotthaufen hier untergegangen. Sonstiges vielleicht. Nee. Nein. Ressourcen, nein. Notizen. Wie könnte denn dieses Late heißen? Ich habe nicht aufgepasst. Analysedaten, Barrett. Der Komet. Ekliptik. Irgendwas mit Schmuggler, Schmuggler, harte Zeiten. Was mit S vielleicht? Schmuggler. S. Schlechte Leute, Witze. Band 1 und 2. Schmugglerschiffe, potenzielle Schmugglerschiffe. Captain Nadidi, Hauptschiff Kartoffeln. Da ist es. Hauptfracht Kartoffeln, von Pure. Irgendwas. 79-3A Frachter. 99-6C. Jade Sworn, Claire de Lune. Izad Gnani, UC-99-6C, UC-88-7-6C war's. Captain Katsuori Sakanavi. Okay. Dann auf geht's. Gibt's hier Waffenabteilung zufällig? Verteidigung, Forschung, Medizin? Da sind wir gerade, ne? Zentral, Lobby. Runter zur NAD-Heilstelle. Mal ein bisschen Gas geben. Ich will in der Folge noch nach Kasopaya kommen. Weil wir machen natürlich noch die Quest für Sarah. Das ist unser Hauptanliegen gerade. Aber das mit dem Schmuggler hält uns ganz schön auf. Raumhafen. Vielleicht treffen wir da der Donner. Der Donner wieder. Oder das, die war hier in dem Dings, ich weiß gar nicht. Ich hätte ja gerne nur mal den Kaffee gegeben. Ich hab den schon zwei Jahre mit mir rum. Der Viewport. Yo. Yo. Büro der UC Security. Sergeant Yumi. Was ist mit den Schiffen? Ich habe Informationen über das Schiff. Ach ja? Und weißt du, wie es heißt? Ignat Skani. Captain Sakinawas Schiff. Seltsamer Typ. Würde ihn aber nicht für einen Schmuggler halten. Bist du sicher? Ich sehe mir die Stadt nochmal an. Nimm dir alle Zeit der Welt. Sprich mit dem Arbeiter am Raumhafen.
Geh ich nochmal schnell hin. Sorry. Ah, ich weiß, wo wir auf jeden Fall Waffen kriegen. Am Unterdeck. Raumhafen, genau. Ich renn mal schnell. Ich hoffe, ich finde den. Ich hoffe, der redet doch mal mit uns darüber. Jo, ich bin oft da draußen. Hier steht unser Schiff, da war es nicht. Das war da drüben der irgendwo. Der war es, ja. Wo steht da einer? Da ist er. Hey, Typi. Ich bin auf der Spur nach einem Schmuggler, verdächtiges Schiff. Nicht wirklich. Bei meinem Job habe ich mit so vielen Schiffen zu tun, dass mir sowas nicht auffällt. Okay, klingt, als würde sowas verbergen. Ich arbeite bloß am Hafen, das ist alles. Ich habe nichts zu verbergen. Falls es dir nichts ausmacht, mache ich weiter. Und falls doch, dein Pech. Okay. Ah, der Typ scheint weg zu sein. Das ist ja Schütte jetzt. Oh, der stand da. Ne, da ist er. Da steht er. Ich muss nochmal hören. Ich glaube, das Exzert hat er am Ende gesagt. Okay. Wie heißt das Schiff nochmal? Da liegt das Problem. Bei der Arbeit spielt für mich bloß die Freigabenummer eine Rolle, nicht der Name. Was okay, sag. 6B. 57, 6B? Jedenfalls war es ein Frachtschiff, falls das hilft. 57-6B und Frachtschiff. 57-6B und Frachtschiff. Inventar. Notizen. Schmuggler. Ne, mögliche Schmuggelschiffe hieß das, ne? Irgendwie. Große Erwartungen. Ah, eben hatte ich es doch. Wir müssen den Scheiß mal ins Dings schmeißen, hier ins Schiff. Das wiegt ja nichts. Große Erwartungen. Nachricht von Sam. Potenzielle Schmugglerschiffe. So, 57-6B. Kartoffeln. Ist ein Frachter. Sind alles Frachter. 57-6B. Also Malawi, Nadidia irgendwie. Und Annasi heißt das Schiff. Okay, jetzt haben wir es. Komm, Sarah, jetzt hab ich's. Hätten wir beinahe den falschen Anlasser geliefert. 57-6B. Wenn das halt stimmt, was der sagt, der Weltraum-Klon da, gell? Das weißt du natürlich auch nicht. Bei dem Spiel traue ich. Ja, ich war gescannt. Bei dem Spiel weißt du das nicht. Okay, wir sind noch in Time, alles easy. Ey. Hoffentlich. Yumi. Was ist denn? Ich habe mit Informationen über das Schiff. Ach ja? Jo, jetzt Ansani heißt das. Engels Schiff. Ja. Da hast du wohl voll ins Schwarze getroffen. Ich glaube auch. Die Crew soll sich bereits häufiger auffällig verhalten haben. Ja. Aber nur weil man grob ist, muss man kein Verbrecher sein. Bist du sicher, dass es dieses Schiff ist? Ja. Der nächste Schritt wäre dann die Überprüfung der Fracht auf Schmuggelware. Okay. Und wie es scheint, ist die Anansi bereits bei Landeplatz B eingetroffen. So ein Glück. Ich werde das Schiff bis auf Weiteres festsetzen lassen. Deine Aufgabe ist, das Schiff nach illegalen Gütern zu durchsuchen und diese herzubringen. Falls sich die Crew zur Wehr setzt, weißt du, was zu tun ist. Viel Glück. Was ist dann zu tun? Okay, wir haben ja unseren Taser zum Betäuben. Ich hoffe, das reicht. Sicherheitsprotokolle aktiviert. So. Okay, bin ich gespannt. Komm, Sarah. Wir müssen unser Job vollziehen. Boah, was ein krasses Schiff, Alter. Oh.
Ich will auch einen Frachter. Obwohl, uns ist auch nicht viel kleiner, wenn du guckst, ne? Mal auf den Lachs hier. Da geht's rein. Bald zum Abflug, Captain. Okay. Bald zum Abflug. So, jetzt mal hier stillgestanden. Coole Luken auf jeden Fall. Wer Schiffsbauer ist das? Krass, wie viele Arbeitsstationen, oder? Na gut, ist halt ein Frachter, das ist groß, ne? So. Suchst du etwa was? Müssen wir da reden? Was jetzt? Hallo? Kiste mit Schmuggelware. Ja. Was, muss ich das rausnehmen oder was? Das steht wieder. Die Quest sagt wieder mal gar nichts, ne? Beschaffe die Schmuggelware. Sergeant Yumi vermutet Schmuggelware. Du hast mich erwischt, Officer. Meine Tage als Kartoffelschlepperin sind dann wohl gezählt. Aber vielleicht reicht es dir ja schon, mir einen Klaps auf die Hand zu geben. Was meinst du? Wie wäre es mit einem Deal? Nee. Ich mache keinen Deal mit Verbrecher, also danke. Gut. Ist deine Entscheidung. Doch jetzt wirst du für sie bezahlen. Ach so. Das hast du davon. Glaube nicht. Bist du nicht tot, ne? Ne, das ist nur bewusstlos. So. Wir haben niemanden umgebracht. Ich liebe diese EM-Waffen. Mich schaffst du nicht. Ach so. Wo bist du denn? Schreib mich doch nicht an. So. Eine Wahnsinnsstadt, oder? Ja. Einzigartig in der Galaxie. Ist schon schön hier in Dings. Auf jeden Fall. So, statt mal Bericht. Wie wir die angreifen können. Wir machen nur hier unseren Job. Dreckige Verbrecher. Geh weg. Robotermüll. Wie läuft die Ermittlung? Herr Yumi. Wie läuft die Ermittlung? Ich habe die. Keine Probleme damit. Ja, doch, ganz schön. Gute Arbeit. Hast du was gefunden? Ja. Ich habe die Schmuggelware bei mir. Auf dem Schiff war nichts Illegales. Noch nicht, ich melde mich später. Sehr gut, Captain. Dein Einsatz für uns ist einfach vorbildlich. Zuerst gefiel es mir nicht, dass du so überqualifiziert bist. Aber inzwischen ist mir das egal. Jedenfalls wird mein Team das Schiff übernehmen und es vollständig durchsuchen. Sicher ist sicher. Oh, bevor ich's vergesse... Hier ist dein wohlverdienter Lohn. So, 3800 Credits, bisschen Missionsbelohnung. Ja, sehr gut. Klasse. Haben wir das hinter uns gebracht? Wir mussten natürlich dem helfen. Das ist gar keine Frage. So, jetzt rennen wir noch ganz schnell in die Unterstadt. Jetzt. Ich überlege, wo der Zugang war. Das war neben dem Kaffeeladen. Da war da an der Seite so ein Fahrstuhl, glaube ich. Und dann im Unterstadt werden wir ganz schnell zum Waffenhändler rennen. Die machen nur Ausrüsten, nur Klamotten hier, ne? Ne, Ausrüsten, was machen die hier? Vielleicht der auch Munition, etc. Falls du nicht. Hi. Ich weiß, würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Sieh dich in Ruhe um. Jo, die haben Waffen. Munition, sehr gut. Hier 11 mm, hilfenlos, kaufen, schädigen. 777. Bestätigen. Oh, mehr. Ja, weiß ich auch nicht.
Waffen. Wo ist meine... Die Urban. Die braucht... 43 Ultra-Mag. Braucht die. Und die... was braucht die Koma? 777, die habe ich gerade gekauft. Nur, dass wir erstmal irgendwas haben. Die braucht auch 11 mm hier. Schallgedämpfte Grendel braucht 777. 43 Ultra-Mag. Kaliber 50 haben die nicht. Okay, ich hoffe, dass wir es bald selber herstellen können. Danke. Danke für deinen Besuch. Na klar. Yes. Okay. Jo, das ist die. Die wollte ich schon mal ausprobieren. Das ist gut. So, da haben wir eine gute Kombi jetzt. Und dann geht's jetzt auch zum Schiff. Sarah. Müssen wir doch nicht in unsere Stadt. Ich dachte, wir müssten ins Unterdeck reisen und dann, also hier durchs Fahrstuhl. Das wäre natürlich auch kein Problem gewesen. Aber wir können einfach, noch die Quest aktivieren natürlich. Ist schon aktiviert. Begib dich nach Cassiopeia 1. Das müssen wir ganz easy schaffen. Was? Ungefähr. Ja, ich bin bei der Vanguard. Aber man könnte mich eigentlich mal befördern, finde ich. Selbst die Dings haben mich schon befördert, die Ranger. Ich bin nämlich schon Ranger. Ich denke mal, das macht die Quest, die UC-Quest auch einfacher. Jetzt geht's nach Cassiopeia, Sarah. Wir müssen uns um dein Seelenheil kümmern. Naja, langsam habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass Sarah ein bisschen zerbricht an der ganzen Sache. Die ist sich unsicher. Dann hat's immer schön, mit dir zu plaudern. Ja, Marika, das stimmt. Was wir aber noch jetzt noch schnell machen können, bevor wir losfliegen. Ich habe noch so einen Skillpunkt, den würde ich gerne mal verwenden. So. Forschung. Forschungsmethode entsperrt. Medizin. Astrodynamik. Führe 5 Grafsprünge aus. Das habe ich auch schon. Reduzierten Treibstoffkosten und einen Sprungantrieb um 15%. Ja gut. Geologie. Du gewinnst häufiger seltene Ressourcen aus. Ach, das ist alles Blödsinn. Analyse. Fügt dem Handscanner einen optimalen Zoom hinzu und erhöht den Scan-Distanz auf 20 Meter. Fügt dem Handscanner eine weitere Zoomstufe hinzu und erhöht den Scan-Distanz auf 30 Meter. Das wäre unser Preis. Das lassen wir auch, glaube ich, erstmal. Technologie, Sicherheit. Aha, du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. 2 automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Ich hack nicht so viel im Moment. Das ist nur, wenn es die Quest will. Das ist alles nicht so wichtig jetzt im Moment. Sozial. Handel. Gastronomie. Überzeugen wäre nicht schlecht. Plündern. Zusätzliche Credits. Dieb. Physisch. Gewicht heben wir mal durch. Wohlbefinden erhöht die maximale Gesundheit. Heile 500 Schaden. Schleichen. Was ist die Schleichleistung? Fitness. Dir stehen 20% mehr Sauerstoff zur Verfügung. Das finde ich nicht schlecht. Verbrauche 50 mal den verfügbaren Sauerstoff. Boxen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich erst drüber nachdenken. Das muss ich mir in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, weil die Skillpunkte sind nicht so hart so schnell verteilt hier. Und deswegen... Warte mal, Cassiopeia ist ja Ausholsystem. Und die Folge ist gleich zu Ende. Könnt man von Glück sagen, dass ich da war.
um euch einen Arsch zu retten, euren Terrormorphs. Wir sind im Orbit. Ja gut. So, Schub weg. So, checken wir mal die Quest. Begib dich nach Cassiopeia. B auf Karte zeigen. Und das müsste eigentlich auch im Soul-System sein, oder? Oder ist Cassiopeia ein eigenes System? Alpha Centauri. So, das ist. Es ist zwar nicht im So. Es ist zwar nicht in. Titan. Ja. Soul-System, ja. Alpha Centauri. Sprung. Das ist in die Richtung zumindest. Deswegen werden wir das kurz machen. Wir fliegen da schnell vorbei. Weil die Folge ist eh gleich zu Ende. Machen wir uns mal keine Illusionen. Ich habe hier gerade die. Ich gucke auf die Uhr. Und ich für Sarah, ich denke mal, dass wir uns da ein bisschen Zeit nehmen müssen. Yo, Homestead, das klingt auch in der nächsten Stadt. Wir landen schnell, wir gucken es uns an und wir rennen, holen nur das, den Dragon-Dingsbums. Das ist natürlich auch blöd jetzt, ne? Ich hab da was für dich gefunden. Oh, Sarah, dankeschön. Wir sollten genügend Vorräte für die Reise nach Cassiopeia mitnehmen. Yo, das ist eine gute Sache, wir tanken jetzt nochmal auf. Ja, genau, danke, dass du das sagst. Hast du was Gutes für mich, Sarah? Oh, klar. Hätte ich fast vergessen. Schmierstoff hinzugefügt. Sehr gut. Darf ich dir ein paar Fragen in der Mission nach Cassiopeia stellen? Das mache ich dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. So ist es nicht. Alles Cassiopeia. Aber jetzt sammeln wir noch Vorräte ein und kaufen. Willkommen in New Homestead. Hallo. Bitte geh zum Gebäude am Ende des Wegs und dann einfach hinunter in die Kolonie. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt. Okay. Danke. Okay, wir haben uns komplett neues Gebiet wieder. Jetzt voll radioaktiv, oder? Voller Winterscheiß hier. Voll geil. Nice. Okay. Interessant. Das letzte, was ich in einer solchen Siedlung erwartet hätte, ist ein Museum. Könnte einen Besuch wert sein. Auf jeden Fall gucken wir uns das an. Sei vorsichtig. Manche Gegenden hier sind gefährlich und gehören zu keiner Führung. Ja. Wir wollten eigentlich die Sarah Quest machen, also Cassiopeia, aber wir müssen jetzt noch Vorräte auftanken und ich möchte gern den Almanach kaufen, das Comic oder das Buch für den Dragon Dings Typ für Mitch. Na, öffne Tür, dann öffne dich. So. Und dann machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ich aktiviere die Quest mal schnell. Das war alles Fresser. Ah, da 25 Meter in die Richtung. Nach unten. Schönen Aufenthalt. Danke. Und da gucken wir uns dann einmal kurz hier oben. Würde ich sagen. Also in der nächsten Folge dann. Und da werden wir wahrscheinlich einige Quests kriegen. Sehr informativ. Ich habe hier zum ersten Mal von Methansammlern gehört. Gasthaus zum Hallo. Zum braunen Pferd, ne? Gasthaus zum braunen Pferd, ey. Waren von anderswo interessiert. Hey. Hallo und willkommen in meinem kleinen Laden. Bist du das erste Mal in New Homestead? Ja, zum ersten Mal hier, danke. Toll. Ich freue mich immer, Menschen von anderen Welten zu treffen. Man, du bist auch freundlich, Mensch. All. Ich bin tolerant. Ich bin Jay. Wenn du etwas kaufen willst, helfe ich dir gerne, es zu finden. Und wenn du etwas verkaufen willst, sehe ich es mir gerne an.
Wenn du Fragen über den Laden, die Ware oder einfach über New Homestead im Allgemeinen hast, helfe ich dir auch gerne. Quetsch mich aus. Ich würde gerne sehen, was du auf Lager hast. Verkaufst du auch Souvenirs oder was ähnliches? Früher schon, aber inzwischen nicht mehr. Schwer zu glauben, aber der Tourismusverband hat entschieden, Souvenirs abzuschaffen. Wir haben weder die Ressourcen noch die Möglichkeiten, sie hier selbst herzustellen. Und alles andere würde als kulturelle Aneignung und nicht authentisch angesehen werden. Okay. Wir haben nur diese Souvenir-Slates über die Geschichte von New Homestead. Weißt du was? Ich habe noch eine, die ein anderer Gast vor einer Weile vergessen hat. Die kannst du haben. Cool. Danke. Was hältst du von all den Touristen in New Homestead? Ich liebe sie. Fast alle hier in New Homestead wissen genau, was der Tourismus für unsere Wirtschaft bedeutet. Also tun wir alles, damit die Gäste sich wohlfühlen. Manchen sind sie egal und sehr wenige, ich nenne keine Namen, sind den Touristen gegenüber sehr kritisch eingestellt und wollen nur ihre Ruhe. Aber ich glaube, dass unser allgemein freundliches Auftreten ein Hauptgrund dafür ist, dass die Leute immer wieder herkommen. Ja, das glaube ich auch. Okay, du hast erwähnt, dass du Waren kaufen würdest. Woran genau wärst du interessiert? Schön, dass du fragst. Ich suche alles Mögliche. Wirklich alles. Kleider, Waffen, Schmuck, sogar Sachen, die für andere Leute nur noch Müll sind. Wir kriegen nicht viele Waren von außerhalb, also kaufe ich oft Reisenden Dinge ab. Alles, was sie loswerden wollen. Unter uns, die Leute hier reden viel von Tradition und allem. Aber auch wir sind neugierig, was andere Welten so alles zu bieten haben. Okay, dann gib mir mal, was du alles auf Lager hast. Und wenn du etwas loswerden willst, ich kaufe auch gerne Sachen an. So, der muss natürlich Dragon Star Force Band 1. Hohe Erwartungen. Schön. So, ich will den verkaufen eigentlich erstmal nichts. Was ist denn das für ein Deutsch? Ich will den verkaufen erstmal nicht. Waffen hat er nicht, ne? Kleidung. Hat er auch nichts Schönes. Ich hätte gerne was abgekauft, was Schönes, aber du hast nichts. Hilfe. Butter, Eier, Joghurt, Kartoffeln. Kefir, Käse, Medikit nehme ich. Ramen. Wir brauchen noch rotes Fleisch. Haben wir aber auch nicht. Red. Ist alles nur Red. Steak, Tomaten, Traumapack. Nehmen wir alle 5. Okay. Dann hat er leider nichts mehr für uns. Helme. Space Trucker. Ja, will ich Schrott. Anzug Deep Recon. Navigator. Leider hat er nichts. Okay. Gib Mitch das Buch zurück. So. Komm gerne wieder. Auf jeden Fall komme ich wieder. So, dann würde ich sagen, jetzt an der Stelle. Ich war lange nicht mehr hier. Schön, dass alles noch so charmant ist wie immer. Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen kurzen Break in der Folge und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge natürlich wieder. Dann gucken wir uns das. Verletz dich nicht. Nee. Unter Lakota mag keine Touristen. Und ich schaffe es einfach nicht, sie davon abzubringen. Okay. Sprich mit Juliana. Das kriegen wir hin. Also wir haben dann hier ein paar Questen zu machen. Hier ist ein alter PC. Hier ist ein Art Museum. Das gucken wir uns dann kurz an. Und wir fliegen dann in der nächsten Folge nach Cassiopeia auf jeden Fall. Würde ich sagen. Gut, Sarah. Dann kurzen Break. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, du bist dann auch da. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Die Folge immer etwas kürzer als die anderen Folgen, nur 39 Minuten. Ich denke mal, das ist okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.